Kiel FM hier immer noch live an der Kiellinie mit unserer Sendung Mann über Bord. Richtig, und tierisch hier. Ja, ist sehr tierisch. Wir haben ein paar verrückte Hühner aufgetrieben. Die können sogar Musik machen. So, Erik, sag mal, gehen wir danach ein bisschen Döner mit Hühnerfleisch essen? Ach so, ich würde gerne, aber ich mag keinen Döner. Ja. Hühnerfleisch auch schon. Seid jetzt natürlich die Frage, wie es ausschaut mit der Vogelgrippe. Ich habe überlegt, so ein bisschen so einen Schutzanzug zu holen, aber man muss es auch beschreiben hier, die haben echt, sind lebensgroß, genauso groß wie wir quasi. Ich weiß nicht, wie man solche Hühner züchten kann. Und dazu, sind die überhaupt gezüchtet? Das ist die Frage. Vielleicht ist es eine neue Spezies. Ja, könnte sein. Also für die Leute dann bunten den Gefieder und können sie auch sprechen? Okay. Das ist, gleich, ich glaube, das ist das böseste Huhn. Die schauen mich auch gleich mit Hühneraugen an hier. So. Erik, hast du ein paar Körner dabei? Ich hab dich nicht verstanden. Hast du ein paar Körner dabei? Ein paar Körner? Nee, aber ich glaube, wir bräuchten größere Körner, weil die können sie echt nicht picken. Also ist halt natürlich die Frage, Hühnerfrikassee geht natürlich auch. Das ist eine Idee, Ich glaube, bei solchen großen Hühnchen ist halt gefährlich. Kennst du übrigens den? Wie unterscheiden sich Mensch und Huhn? Nee, Mann und Huhn war das, oder? Mann und Huhn war das, genau. Menschen sind die einzigen, die sich über ein halbes Hähnchen freuen können. Sehr lustig. Ja, also für die Zuhörer an den Radios, man sollte das vielleicht mal erklären. Also die haben hier Hühnerkostüme an. Solche Hühner wachsen freilich nur in einem Gebiet, wo es einen atomaren Unfall gab. Das ist sehr, vermutlich. Sind riesig geworden. Ja. Und können auch sehr, sehr schöne Musik machen. Das ist halt die Frage, ob sie auch Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad spielen können. Das könnte man eigentlich mal versuchen. Ansonsten, ich versuche das gleich mal mir zu wünschen. Vielleicht können sie das ja auch. Das wäre eine gute Idee. Eine tierische Jukebox quasi. Okay. Musik von den Hühnern, live auf Kiel FM. So, wunderbar. Auch die Frage, die kriegen sogar Applaus. Wie sieht's mit einem Hahnenkampf aus? Können wir den ja auch mal hier vorne austragen? Guck mal, bei dem Applaus sind sie alle. Der eine macht gerade auf die Kiellinie. So, wir brauchen hier, glaube ich, Reinigungskräfte. Oh, nicht sehr schön. So, wird auch. Also, der Stuhlgang wird musikalisch untermalt. Mann. Das ist ja unglaublich. So, aber jetzt sieht's aus. Ein Hahnenkampf könnte sich hier anbahnen. Wir sind gespannt. Oha, ich glaube, wir gehen mal einen Schritt zurück. Die strotten hier auf und ab in Hühnermanier. So, jetzt wird's aber. Sie stehen sich gegenüber, so ein bisschen wie beim Showdown vor dem Saloon in einem Western. So könnte man das sagen, ja. Das ist echt. Also kommen Sie unbedingt zur Kiellinie hier, Kiel FM, vor unserem Stand, vor dem Mehrblicke-Container. Da ist so einiges los. Oh, wenn Sie Riesenhunger haben. Jetzt geht's aufeinander los. Pass wenn auf. Sie Riesenhunger haben, können Sie auch Probleme bringen für Riesenhühnchen. Friedlich bitte. Oha, jetzt fliegen die Federn. Ich glaube, wir müssen mal ein Hühnchen rupfen. Das ist gut. Mach das mal. Es ist auch sehr schön, wenn man zwei fuchsige Moderatoren hat, dann müssen sie immer aufpassen, aber wenn ich das jetzt so sehe, wir sind eindeutig unterlegen. Das ist richtig. Ich hab Angst. Also es sind vier Hühner, kann man auch mal sagen. So, ja. Nur es sind vier und durch diese Kostüme. Die machen mir gerade Angst. Ja, wem nicht? Ich meine, die ganzen Menschen stehen hier einfach so versammelt herum, als wären es ganz gewöhnliche Hühner, aber sie musizieren. Sehr schön. Ich werde angegriffen. Oha, scheiße, ich muss auch mal flüchten. So, guck mal, hol mal den Fuchs rein hier. Der Moderator wird angegriffen von den Hühnchen. Hier brauchen wir keine Securities, hier braucht man eine Horde Füchse und dann wäre alles. Wäre alles wieder gut. Wäre alles wieder gut, aber. Ja, mei. Oha,
Also ich könnte, also meine Oma, echt der Respekt vor der, die damals im Hühnerstall da rumgecruised ist. Mit dem Motorrad? Mit ihrer, genau. Ja. Ist natürlich irgendwann musste dieser Zeitpunkt kommen, wo die Menschen stärker werden als die Tiere. Und heute, meine Damen und Herren, ist es der Fall. Okay. So. Die Hühner sind verschwunden. So, ich muss mich erstmal erholen. Sie laufen? Ja, klar. So, du bist auch ganz weggelaufen. Bring mir doch einer mal Hühnerfrikassee, bitte. Ja, das wäre jetzt das Beste, glaube ich. Ansonsten machen wir weiter mit passender Musik dazu. Ich habe extra einen tollen Titel dafür rausgeladen. Richtig. Gimme more Huhn. I like the Huhn to shoot. Von Wiegald Boning, live auf KILL FM an der Kiellinie.